Es ist schwer, aber wir werden unseren Freunden für eine gewisse Zeit Lebewohl sagen müssen. Wir ziehen weg? Wohin? Soldat zu sein bedeutet, wo immer dein Land dich braucht, da gehst du hin. Betrachte es als Abenteuer, wie in einem deiner Bücher. Kinder, seht mal, unser neues Zuhause. Was machst du? Ich erforsche die Gegend, aber nicht da hinten. Hallo? Wie alt bist du? 8. Ich auch. Wieso hast du den ganzen Tag ein Pyjama an? Die Soldaten, sie haben uns die Kleidung weggenommen. Mein Vater ist auch Soldat, aber keiner, der den Leuten die Kleidung wegnimmt. Der da soll dahin. Der da? Nein, der da. Der? Nein. Das ist ein Arbeitslager. Sie sind da drin, weil sie Feinde sind. Das sind Feinde? Es reicht, wenn du weißt, Bruno, dass meine Arbeit sehr wichtig für unser Land ist. Die Arbeit, die dein Vater hier leistet, wird in die Geschichte eingehen. Ist alles in Ordnung? Wir finden Papa nicht. Ich bin Soldat. Soldaten führen Kriege. Das ist aber kein Krieg! Es ist ein erheblicher Teil davon! Wir dürfen keine Freunde sein, du und ich. Wir sollen Feinde sein. Ist Papa ein guter Mensch? Natürlich.